Hey Leute, Passion ist erschienen und ich muss schon sagen, so gut wie alles rund um Natalie fand ich einfach mega klasse. Doch fangen wir am besten am Anfang an. Marinette erzählt Alia und Tiki davon, dass sie nun in Cat Noir verliebt ist und dass das ja so viel besser ist, als in Atrior verliebt zu sein, weil es viel weniger Probleme bedeutet und so weiter und so fort. Und ja, alles was ich dazu sagen kann, naja, die Reaktion von Alia und Tiki bringt es eigentlich ziemlich gut auf den Punkt. Die Szene schwenkt zu Atrior, der aufwacht und alle paar Minuten Marinettes Namen murmelt und Plek schließt sich vermutlich in Sachen Begeisterung gedanklich an Alia und Tiki an. Um einiges interessanter und skurriler möchte ich gar behaupten, ist der Umstand, dass Gabrielle bereits mit dem Essen auf seinen Sohn wartet und scheinbar Freude daran hat, Zeit mit ihm zu verbringen. Als Natalie nach Atrior sieht und ihn schließlich in der Küche findet, ärgert sie sich zunächst darüber, dass Gabrielle Bananenstückchen auf den Pfannkuchen von Atrior tat, weil Atrior sie doch eigentlich lieber ohne mag. Als Atrior aber richtigstellen möchte, dass ihm die Banane nichts ausmacht und er nur in Gedanken war, meint Natalie, er solle sich nicht dazu zwingen, die Banane zu essen, nur um Gabrielle einen Gefallen zu tun. Gabrielle hat zuvor übrigens sehr offenherzig reagiert und meinte, Atrior kann ihm gerne sagen, wenn ihm etwas nicht schmeckt. Tja, und er bietet sogar an, für Natalie auch einen Pfannkuchen zu machen. Sie solle sich einfach an den Tisch setzen und sie würden dann alle gemeinsam frühstücken. Mega schräg, oder? Atrior bemerkt dabei, dass Natalie Emilys Verlobungsring trägt und scheint sich ehrlich darüber zu freuen, denn er sagt, sie wären alle wie eine Familie. Etwas schnippisch kommt dann allerdings von Natalie gen Gabrielle, dass sie für Atrior sogar seine Pfannkuchen essen würde. Gabrielle bietet ihr an, ihn zu duzen und beim Vornamen zu nennen, aber auch das scheint Natalie zu ärgern. Es baut sich so leichte Spannung auf, dann aber schicken sie Atrior zur Schule und während er noch sieht, wie Gabrielle die Hand auf Natalies Schulter legt und ihn auch das freut, tja, bekommt er allerdings nicht mit, was gleich im Anschluss passiert. Natalie befördert Gabrielle auf den Tisch und warnt ihn, das nie wieder zu tun. Sie erinnert ihn daran, dass sie sich der Familie anschloss, um magische Artefakte zu finden, sein Bodyguard zu werden, seine rechte Hand und seine Freundin, aber all das sei jetzt endgültig vorbei. Sie lässt ihm wissen, wie wütend sie ist, weil seine Taten immer verrückter werden und offensichtlich nicht mehr aus Liebe zu Emily begangen werden. Der einzige Grund, warum sie noch immer da ist, sei Atrior, um Atrior zu beschützen und zwar vor Gabrielle. Gabrielle verteidigt sich, indem er sagt, er würde das alles auch für Atrior tun, aber Natalie meint, alles was Atrior braucht, um glücklich zu sein, ist sein Vater und keinen Superschurken. Er würde Emily nie zurückholen können und er solle das verdammt nochmal endlich akzeptieren. Emily hätte das schließlich auch akzeptiert und sie erinnert ihn an die Aufnahmen, die Emily hinterlassen hat. Wir erfahren, dass Gabrielle Natalie dazu angewiesen hat, Emilys Aufnahmen zu zerstören, was sie aber natürlich nicht getan hat. Natalie bekommt zwar Mitleid mit Gabrielle, denn er offenbart ihr seine Verletzungen durch den Kataklysmus und sagt ihr, dass er niemanden retten kann, wenn sie ihm nicht dabei hilft, die Miraculous ein für alle Mal in seine Hände zu bringen. Atrior wäre dann ganz allein, aber wie wir kurz darauf erfahren, hat Natalie trotzdem ihre eigenen Pläne. Während Atrior überlegt, für Marinette ein Gedicht zu schreiben oder ihr doch besser gleich einen Ring zu schenken, zieht sich Natalie verzweifelt in ihr Zimmer zurück und hört sich die Aufnahmen von Emily an. Emily wusste, dass sie die Folgen vom kaputten V-Miraculous nicht überstehen würde und bittet Natalie darum, Gabrielle aufzuhalten, hinter dem Miraculous herzujagen. Und sie bittet Natalie außerdem darum, für Atrior zu sorgen, als sei er ihr eigener Sohn. Weinend bedauert Natalie, dass sie Emilys Wunsch bisher nicht erfüllen konnte. Doch schwört sie gleichzeitig, dass sie die Miraculous in ihren eigenen Besitz bringen würde, um Gabrielle davon abzuhalten, die Welt neu zu erschaffen. Atrior taucht auf und fragt Natalie um Rat, wie er seine Liebe zu dem Mädchen, das er mag, gestehen soll und er fragt sie, wie es denn bei Natalie war, als sie sich zum ersten Mal verliebt hat. Sie nur so, ja, also ich habe die meiste Zeit damit verbracht, Schlangen zu bekämpfen und Antiquitäten aufzuspüren, also es ist kompliziert. Atrior bekommt bei ihren Husten Angst, dass Natalie das gleiche widerfahren könnte wie seiner Mutter, doch sie versichert ihm, dass alles in Ordnung wäre und schickt ihn zur Schule.
Natalie geht zu Gabrielle und will zu Safari akklimatisiert werden, um ihn die restlichen Miraculous zu bringen. Das sagt sie zumindest. Dabei bittet sie ihn um die Kraft, niemals ihre Beute zu verfehlen. Obendrein erhält sie unter anderem die Kraft des Siegen Miraculous, mit dem sie sich ihre eigene Ausrüstung zeichnet. Gabrielle erinnert sie interessanterweise daran, dass sie nicht mehr als 6 Kräfte gleichzeitig verwenden kann. Sie erschafft eine Illusion von Time Tagger, um Cat Noir und Ladybug ins Visier zu bekommen. Dadurch ist es ihr möglich, gelbe Strahlen auszusenden, die so lange hinter ihrem Ziel herfliegen, bis dieses getroffen wird. Was ihr dann auch sogar gelingt, und zwar bei Ladybug, die wegen ihrer Gefühle für Cat Noir zu abgelenkt ist und dadurch betäubt wird. In der Kanalisation verwandelt sich Cat Noir schließlich direkt vor Ladybug zurück, doch bekommt sie das in ihrem Zustand nicht mit. Da die Strahlen nur hinter Cat Noir und Ladybug her sind, beschließt Adrien, die Miraculous mit Ladybug zu tauschen. Adrien überlegt kurz, die Miraculous zu kombinieren, um sich Nathalies Gesundheit zu wünschen, doch kann Marinette ihm vom Gegenteil überzeugen. Und nein, sie bekommen in dieser Szene nicht mit, wer der jeweils andere in Wirklichkeit ist. Übrigens fand ich es genial, wie Mr. Bug auf Lady Noirs Flirtversuche nur mit einem "Mein Kostüm hat einen ziemlich merkwürdigen Einfluss auf dich" reagierte, aber ja, das nur am Rande. Unsere Helden erfahren, dass Safari die Miraculous für ihren eigenen Wunsch möchte, was Monarch natürlich so gar nicht gefällt. Dennoch nimmt er ihre Kräfte nicht weg, da er fürchtet, sie könnte ihnen sein Geheimnis erzählen. Mr. Bug macht Natalie klar, dass ihr Wunsch einen Preis fordern wird und dass sie dadurch jeden verlieren könnte, den sie liebt und der auf sie liebt, womit er natürlich unter anderem auf sich selbst, also auf Adrien, hinweist. Kurz darauf besiegen sie Safari und in Gabrielles Gegenwart schimpft Mr. Bug darüber, wie man denn nur eine kranke Person wie Natalie akklimatisieren kann, und es ist Gabrielle anzusehen, dass er sich vermutlich etwas schuldig fühlt. Oh Mann, und Marinette anschließend bei Alia wieder: "Du hättest Mr. Bug mal sehen sollen, er war so rar." Ich kann nicht mehr. Ich bin mal gespannt, wie man das später bei uns übersetzen wird. Aber gut, die Folge endet damit, dass Adrien Natalie verspricht, immer für sie da zu sein, und Natalie verspricht ihm, dass sie immer für ihn da sein wird. Also wirklich, wirklich mega knuffig. Alles in allem war das bisher meine Lieblingsfolge aus der 5. Staffel. Doch schreibt gerne mal, wie ihr darüber denkt. Vielen Dank an alle, die diesen Kanal mit einem Abo, Likes und Kommentaren unterstützen. Ein ganz besonderer Dank gilt meinen Kanalmitgliedern, die diesen Channel direkt mit Spenden unterstützen. Voran mein Superheld GamerLife, meine Heldin Haru Kurokami, meine Sterne Mokwe04 und Thomas1829, meine legendären Mitglieder LSR und Cedric und natürlich einen Riesendank an meine mystischen, sagenumwobenen und super Kanalmitglieder. Das wär's es mal, und wie immer, bis zum nächsten Mal.